An Kapitalmärkten gibt es das Sprichwort There is no free lunch. Und heute fragen wir uns, was passiert eigentlich, wenn man ESG-Eigenschaften sehr stark im Portfolio berücksichtigt? Was gibt man auf? Inwiefern kann ein zu starker Fokus auf ESG-Nachhaltigkeitskriterien auch negative Auswirkungen haben? Seit vielen Jahren gibt es im Asset Management den Trend, Portfolios mehr auf ESG, also Nachhaltigkeitsthemen, zu trimmen, darauf auszurichten, Aktien zu selektieren, die möglichst gute Nachhaltigkeitseigenschaften haben. Und bei dieser Selektion tritt immer eine Frage auf, die auch bis heute nicht abschließend geklärt ist und die man auch natürlich für die Zukunft nie abschließend wird klären können. Und das ist die Frage, was gibt man auf, wenn man auf der einen Seite Portfolios auf diese positive Eigenschaft trimmt? Gibt es dann noch Effekte, die negativ sein können? Es gibt natürlich im Leben immer Zielkonflikte. Märkte sind effizient und wenn man das eine haben will, muss man irgendwo oftmals was aufgeben. Und es gibt ja im Amerikanischen das Sprichwort, there is no free lunch. Es gibt kein Mittagessen, was man umsonst kriegt. Und das gilt natürlich auch für ESG-Portfolios. Es gibt dort auch Zielkonflikte. Wir haben uns das aber mal etwas genauer angeschaut in einem kleinen Forschungsprogramm, in einer kleinen Analyse. Und da hat sich dann herausgestellt, diese Effekte sind nicht besonders groß. Man kann also relativ entspannt damit umgehen. Das Gute ist nämlich, wenn man heutzutage Portfolios trimmt auf Themen wie Bilanzqualität, Bewertung, Gewinnwachstum, wenig Kursvolatilität, alles ja positive Eigenschaften, dann sind die Aktien, die dabei herauskommen durch eine solche Selektion, per se schon mal sehr attraktiv bezüglich der ESG-Eigenschaften. Da scheint also so zu sein, dass Unternehmen, die ökonomisch auf sehr soliden Beinen stehen, und das ist ja das, wo typischerweise ein Portfolio-Manager auch nach Ausschau hält, das sind dann auch meistens die Unternehmen, die sowieso schon noch mehr Fokus auf Nachhaltigkeitsthemen legen und dann Eigenschaften aufweisen, die besser sind als das, was man in der Benchmark in der Breite beobachten könnte. Wenn man jetzt aber Portfolios ganz extrem quasi nur auf ESG-Eigenschaften trimmt, dann muss man fairerweise schon sagen, dass die Qualität bezüglich Profitabilität, Gewinnwachstum, Bewertung und so weiter, Kursvolatilität, das geht ein bisschen runter. Aber das Schöne ist, auch nach einem sehr starken Fokus auf ESG-Themen sind die ganzen fundamentalen Eigenschaften immer noch tendenziell ein bisschen besser als in der Benchmark. Das kriegt man hin. Das klappt nicht immer, aber das kann man hinbekommen, wenn man alle Daten simultan sinnvoll auswertet und berücksichtigt. Und damit die gute Nachricht, dieser Trade-off, der Zielkonflikt ist nicht super groß, er ist nicht besonders ausgeprägt. Das heißt, man muss sich keine Sorgen machen bezüglich einer möglichen Performance, die vielleicht schlechter ausfällt, wenn man Portfolios auf ESG trimmt. Da bleibt immer noch genug Qualität da, um auch danach noch eine sehr, sehr gute Performance zu produzieren. Wie haben sich ESG-zentrierte Investments in der Vergangenheit entwickelt? Wie könnte es zukünftig aussehen? Wenn man sich empirisch die letzten Jahre anschaut, muss man sogar feststellen, zwar relativ eindeutig, dass ESG-optimierte Portfolios sich besonders gut entwickelt haben. Das heißt, zumindest in der Vergangenheit hat es sogar noch geholfen, performancetechnisch Portfolios auf ESG-Themen zu trimmen. Und nach vorne raus sind wir zumindest nicht, sage ich mal, besorgt, dass es in die andere Richtung laufen müsste, sondern es spricht ganz vieles dafür, dass es ähnlich läuft wie die Benchmark oder vielleicht sogar wie in der Vergangenheit noch mal einige Jahre besser.